Das spielt auch keine Rolle. Hades Cup zu dritt ab Platz 29, wenn es geht. Ah, das wird jetzt easy peasy, ne? Ah, alle One-Hit. Alle One-Hit. Und los. Brauchen wir aber auch, wenn wir den Hades Cup auf Zeit schaffen wollen. 6 Augenwerfer, really? Wenigstens hat das mal wieder eine. Wenigstens hat das mal wieder eine Reichweite im Gegensatz zum Centifol. Was sind das für Gegner, ey? Oben treiben sich zwei rum. Wir sind so insane stark, ne? Hades Cup mit Level 80 machen ist halt auch so. Ne? Eher so PogChamp. Jetzt kommt so eine Schattendurchwelle. Ist ja nicht so, als wäre das super easy. Und suddenly Reichweite. Geil. Eine Kombo und alle sind tot, ey. Das sind kleine Häppchen für den Donald. Oh boy, oh boy. Der Rüsterpanzer. Das ist ja süß. Warte, hier gibt's ja ganze Boss. Oh wow, erstmal wird der Tech ausgekontert, den Boss. Oh, schaut euch die Lebensleiste an. Nice. Hauptsache den Boss ausgekontert, ey. Oh, wie viel Schaden ich wohl mit Tobsucht mache? Holy shit. Ja, easy peasy. Okay, irgendwas lebt hier noch. Okay, es lebt nichts mehr. Alle Bälle, grüß dich. Ja, das Power of Ultima meinst du wohl. Ach, das ist ja schön hier. Geil, ich habe zweimal im Leben damit Ultima gefarmt. Holy shit. Interessant, interessant. Es war mir ein Fest, ey. Ja, dann können wir heute, denke ich mal, die Spezialbosse auch noch machen. Das ist 21.20 Uhr. Ja, ich denke, wir können das. Vielleicht können wir es heute auch beenden. Oh. Die Luftigen. Ja, die sind ein bisschen luftig unterwegs. Ja gut, der Rollenkunden. Da kann ich auch nichts. Cloud und Leon gleichzeitig. Gut, dass wir Ultima haben. It's over. Oh Gott, ich habe keine Magie aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, ich habe wie gerade nicht auf der Schnelltaste. Warum das denn? Was ist denn mit mir los? Oh lol. Wow, habt ihr die Tobsucht gesehen? Die war insane.
Und Löwenherz erhalten. Lull. Bis auf die fucking Chocobo rennen, oder? Ja. Pass auf, wir gehen mal ganz kurz raus. Ich muss nämlich unbedingt Vigra wieder hier hinsetzen. Wir sind bei Level 81. Läuft bei mir. So, jetzt könnt ihr nochmal die Wampen genießen hier. Das stimmt wohl leider. Die Chocobo-Rennen sind schlimmer als jegliches Grind. Wie gesagt, Kingdom Hearts hat einen großen Vorteil. Das Grind macht halt auch echt Spaß, ne? Für Daisy heißt das Donald. Eigentlich hätte ich einen Wampen-Hype-Emote machen sollen während des Kingdom Hearts Marathons, oder? Das wäre doch eigentlich sehr geil gewesen. Leider fällt mir das ein bisschen zu spät ein. Zwei Engel schwingen, zwei Hits und RIP. Zu geil. Sometimes lucky reicht auch. Ja, ich muss mich da echt mal drum kümmern, aber ich habe keine Zeit, ey. Ich kümmere mich. Ihr könnt mir übrigens, falls irgendwelche Grafiker unter euch sind, ne, wenn ihr Lust habt, Emotes für unseren wunderschönen Kanal hier zu erstellen, ne? Tut euch keinen Zwang an. Schickt mir eure Vorschläge am besten auf Twitter. Notfalls per Twitch PM. Auch wenn ich da, glaube ich, seit locker 2 Monaten nicht mehr reingeguckt habe. Und dann kann man sich da schon was einfallen lassen. Die Emotes müssen eine Größe von 112 zu 112 Pixel betragen. Oh, der Hades Cup alleine, der wird auch nochmal anstrengend, glaube ich. Oh, Invicta. That's the power of the Keyblade. So, wir nähern uns dem Ende des Hades Cup recht schnell plötzlich. Die Fettzeller. Das ist mal eine Ado-Wampen. Böller-Wampen-Versammlung. Ich meine, wann hat man schon mal das Glück, Ado-Wampen und Böller-Wampen auf einmal zu sehen? Ach, Donald ist jetzt auf der anderen Leiste. Na, macht Sinn eigentlich. Für Daisy! Oh oh, Leute. Yo, hey, how you doing, everybody? Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you.
Okay, und plötzlich ist Hades der Boss des Cups, oder was ist da los? Aber er ist nur Platz 10 in seinem eigenen Cup. Fantastisch, oder? Der hat so viel Leben, dass man seine Bossleiste am Anfang noch nicht runtergeht, wie man sieht. Jetzt geht's hier runter. Ja, du, ich hab Spaß, Hades. Und du? Das Einzige, was man mir anmerkt, ist, dass ich immer noch scheiße wenig aushalte. Und ich glaube, da mache ich mir bei Sephiroth ziemlich viel Sorgen. Ich meine, ich bin so saustark, ne? Aber ich halte halt nichts aus. Ihr müsst euch rollen. Wir sind hier wie bei, das ist wie bei Dark Souls, Donald und Goofy. Hey, you having fun yet? That's it. That's it. Ah, scheiße, jetzt habe ich mit Turmschluck echt nicht erwischt, ey. Ah, das ist besiegt! Märchenonkel. Kraft der Stellen erhalten, damit haben wir Gravigar auch endlich mal gelernt. Und damit haben wir Ansehenbericht Nummer 8, damit können wir endlich alle Ansehenberichte mal lesen. Und wir kommen zu den finalen 10, beziehungsweise 9. Eigentlich müsste ich mich da vorne mal ausrüsten. Na, warte mal. Weil... Wisst zwar nicht, warum die noch eine Potion haben sollten. Viele High Potions ich habe. Wir werden die eh niemals verbraten, sollen sie ruhig. Ja, Gamesplay, es hat genau damit was zu tun. Dadurch, dass wir Schild abgelegt haben, halten wir halt nichts aus in dem Spiel. Ich weiß, Pascal. Wir brauchen auch nach Ansehenbericht Nummer 12 von Kurt Caesar. Also verstehe ich das richtig, dass du heute die 100% knackst? Ja, es sieht ziemlich so aus. Alle Anzeichen stehen da gerade drauf. Also, rückblickend betrachtet hätte ich auf jeden Fall den Magierstab abgelegt. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, dass ich den Tankstab weggelegt habe. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich meine, klar, so viel Magie zu besitzen ist schon ziemlich geil. Aber rückblickend betrachtet, gar nicht so clever. Zumindest für spezielle Dinge. So, Kimalisk, Kimasilisk und 3 Invictors. Ich denke mal, Donald und Goofy werden sich um die anderen beiden kümmern. Ich kümmere mich um Boss. Kefka, erstmal Regen of Memories. War schon. Profungis, die Crazy Pilze. So, für euch habe ich jetzt aber keine Zeit.
Ja, Füchsin. Allerdings. Warum mussten die aber das Design verändern? Ich habe mich so auf mein komplett goldenes Schwert gefreut. Aber egal, das knallt ordentlich rein. Im Endeffekt geht es nur um den Schaden, dass wir die 100% hier abhaken. Gut, dass wir den Cup noch nicht vorher gemacht haben, dann können wir es ein bisschen in Aktion wenigstens sehen. Wenigstens ein bisschen. Wow, zwei Chimäsilisken. Ein paar Mal Tobsucht und dann hat sich das Thema erledigt. Wie zur Hölle konnten drei Profungis Hades besiegen? So ganz logisch ist es nicht aufgebaut. Yay, Level 82. Einigermaßen interessante Runde. Die kannst du halt so krass leveln hier, ne? Richtig sick. Es ist noch gar nicht vorbei. Jetzt. Wie soll das denn funktionieren bei der 112 Pixel? Ja, so viele Engel schwingen wie nur wie sie wollen. Mega. Oh, Sephiroth wird der Knaller, ey. Ich freue mich auch richtig drauf. Einfach nur, weil er so episch ist. Oh, was kommen denn jetzt hier für Runden, ey? Auf einmal wird das ja richtig anspruchsvoll. Leute, es ist Finalzeit. Granitos aus, Herkules! Es ist einer der Titanen und er hat plötzlich zwei Köpfe, weil Hades ihn wiederbeleben musste. Und was ist passiert? Richtig, er ist halt ein bisschen dumm geworden. Aber so ist es halt, wenn man plötzlich zwei Köpfe hat. Der Boss kann im Übrigen nichts, man muss nur draufhauen. Der kann gar nichts. Guck mal, der fällt sogar um. Ah, jetzt muss man die Köpfe, glaube ich, hitten, ne? Irgendwie so war das da. Gebt euch einfach nur die fucking Leiste, wie krass schnell die runterrasselt, wenn man Tobsucht einsetzt. Schau. Fast ein kompletter Balken weg, einfach nur. Das ist so insane. Also hier an den super lieben Dude, der auf YouTube immer so nette Kommentare schreibt. Es tut mir sehr leid, aber hier kann ich auch nicht viel zeigen. Hier mache ich den Kampf einfach so schnell wie möglich, weil hier gibt es nicht viel zu zeigen. Ja?
Grüße gehen raus. Finish! Für Daisy, sag ich doch, Donald. Oh, wir sind die Champs. Arena Champion. Oh, lol. Donald. Bester Mann. Triogramm erhalten. So, das war der Hades Cup.